Frisch auf ihr Leben und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Kennt ihr das eigentlich auch? Ihr lauft noch mit einer etwas dünneren Jacke durch die Gegend und habt das Handy dabei, Portemonnaie dabei, Schlüssel eventuell noch und ihr habt so richtig aufgeblähte Taschen. Dafür habe ich für Smartphone eine richtig, richtig tolle Idee und eine Lösung für euch. Die könnte auf jeden Fall sehr interessant für euch werden. Also lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja, und so wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen Wandervideo. Und schön, dass ihr dabei seid. Wie oft macht man Fotos mit dem Smartphone und möchte es ganz schnell zur Hand haben? Vielleicht gerade, weil ein Vogel oder ein Wildtier hier auf dem Waldweg unterwegs ist und bis man den Reißverschluss auffahrt und so weiter, da vergeht halt auch ein bisschen Zeit. Und die Firma Relog hat mir das Relog Pro zur Verfügung gestellt. Da hatte ich ja vor, ich würde mal schätzen, 2 Jahren das Relog der ersten Generation getestet und hatte da doch ein bisschen was zu bemängeln und habe also tatsächlich jetzt den Vergleich zum Relog der ersten Generation und dem Relog Pro. Da hat sich auf jeden Fall eine ganze Menge getan. Seid auf jeden Fall mal gespannt. Ich werde jetzt bei nächster Gelegenheit das mal rausholen, euch das mal vorstellen kurz. Ja, ich möchte auch nicht lang schnacken, sondern direkt das Relog Pro entsprechend auch anbringen. Kurz zeige ich euch einmal, was alles in diesem Paket drin ist. So, und zwar einmal das Relog Pro in dieser Pappverpackung. Enthalten ist einmal die Tasche für das Smartphone und einmal diese entsprechende Halterung, um das Smartphone vor Fallen zu schützen. Gerade wenn man auf felsigem Terrain unterwegs ist, vielleicht sogar auch in den Bergen. Man möchte halt ein Foto machen und man muss sich spontan irgendwo festhalten. Ist das die perfekte Lösung dafür? Die Nema-Cord, sehr leicht, sehr reißfest. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Kennt man ja auch aus dem Ultraleicht Ausrüstungsthemengebiet. Bei Zelten zum Beispiel, Zeltschnur. Richtig cool, da haben sie auf jeden Fall eine ganze Menge getan. Wir haben einmal die Smartphone-Tasche für doch eine ganze Menge Smartphones. Sehr groß die Tasche tatsächlich, ist natürlich so ein bisschen abhängig davon, welches Smartphone man besitzt. Und eine entsprechende Sicherung, gerade wenn man auf felsigem Gebiet unterwegs ist oder in den Alpen und man möchte schnell ein Foto machen, dann hat man auf jeden Fall hier eine zuverlässige Sicherung, wenn man sich wirklich mal ganz spontan irgendwo festhalten muss. Was ich sehr cool finde, ist, dass dieses Seil ein Stückchen länger ist und gleichzeitig rastet es nahezu an jeder Position relativ sofort ein. Ein bisschen Spiel hat man natürlich, bis diese Einrastfunktion funktioniert, aber das funktioniert schon sehr zuverlässig. Und ich kann euch sagen, ich habe das natürlich schon verglichen, so rein optisch, vom haptischen her auch, vom Feeling her, zu der ersten Generation. Und ich muss echt sagen, die haben da eine ganze Menge daran besser gemacht. Das ist nicht mehr so steif, das ist schön weich und auch die Halterung hinten, das hatte ich ja bei der ersten Generation moniert, da war so ein Plastikhaken dran, der sich richtig in diesen Schultergurt bohrt. Ist natürlich klar, dass das besser hält und sicherer hält, macht aber, denke ich, auch auf lange Sicht gesehen den Stoff kaputt des Rucksacks und das fand ich halt nicht so cool. Die Rolle ist kompakter, die ist kleiner geworden und hier hat man auch entsprechend noch einen Karabiner dran oder alternativ ein Klettband, um das entsprechend an den Rucksack zu bringen. Und diese kleine Lasche hier, die kommt dann entsprechend ans Smartphone dran. Das zeige ich euch jetzt im Detail noch, wie das alles funktioniert. Und dann steht unserem ersten Fallabenteuer hier nichts mehr im Wege. Ja, als erstes kommt die obere Lasche dran. Die ist entsprechend hier auch noch mit so einem Kunststoff nochmal fixiert und wird im Prinzip einmal hier so durchgeführt. Was ich auch cool finde, hier innen drin ist so eine Gummierung, dass die Tasche entsprechend auch nicht mehr abrutschen kann. So, die Feinjustierung, die kommt im Nachgang auch. Das mache ich jetzt noch nicht. So, und jetzt schiebe ich mir halt eben diese Lasche hier noch so, dass dieses Kunststoffteil hier nicht auf meine Schulter drückt, beziehungsweise in meinen Brustkorb drückt. Ja, und dann ist die Tasche im Prinzip schon fest montiert. Weiß aber auch aus Erfahrung, die muss noch ein ganzes Stückchen tiefer, weil natürlich entsprechend die Rolle hier oben auch noch dran kommt. Den Karabiner werde ich gleich abmachen. Das ist, also als zusätzliche Sicherung könnte man das jetzt hier oben noch dran machen. Aber ich vertraue jetzt dem Relog-System mal und
glaube einfach, dass das entsprechend hält. Wir werden gleich auch den Falltest machen. Also ich hoffe nicht, dass ich mein Smartphone hier gleich zerstöre, aber ich glaube nicht so. Also, und als letzten Schritt ist es so, mach das Smartphone einmal auf. So, also macht einmal kurz diese Lasche hier ab. Diese Lasche muss entsprechend hier durch die Ladebuchse geführt werden. Dann kommt das Smartphone wieder rein. Diese komischen schwarzen Fliegen, die machen mich komplett fertig hier. So. So, und dann hat man hier entsprechend die Halterung schon fest. Jetzt wird das hier wieder eingehakt. Ja, und das war es im Prinzip schon. Ne? Seht ihr schon das Prinzip, die Tasche mit der Halterung. Und wenn ich jetzt das Smartphone rausziehe, dann kann es im Prinzip auch runterfallen und es passiert halt nichts. So, das werden wir jetzt mal im Praxistest ausprobieren. Ja, ziehen wir den Rucksack mal auf und gucken mal, ob es entsprechend passt. Was mir jetzt hier schon auffällt, ich glaube, es ist für mich besser oder vielleicht für euch auch, wenn ihr die Tasche auf die linke Seite positioniert. Denn es ist so, sobald ich hier mit dem Arm durchgehe, öffne ich im Prinzip ja den Verschluss hier wieder. Deswegen wird es wahrscheinlich besser sein, die Tasche auf die andere Seite zu machen. Aber hier ist jetzt Hanna Pichi, die möchten wir jetzt hier nicht vertreiben. Und ihr seht auch, das Smartphone guckt hier halt noch ein ganzes Stückchen raus. Deswegen müsste ich eigentlich die Kurbel oder die Sicherungseinrichtung noch ein bisschen weiter nach unten machen. Jetzt habe ich natürlich blöderweise den Karabiner hier oben festgemacht. Fummeln wir gerade mal lose hier. So. Der Einfachheit halber würde ich, glaube ich, auch den Karabiner abmachen. Da kann man in aller Regel, glaube ich, drauf verzichten. Jetzt sieht es schon ein bisschen besser aus, ihr seht es. Und ich würde sagen, ich gehe mal ein Stück zurück, mache mal den ultimativen Test. Stehe jetzt hier in einer Felsenlandschaft und vor mir ist ein Abgrund und an den Seiten sind spitze Felsen. Und ich möchte auf keinen Fall hier runterfallen. Ich möchte aber auch nicht, dass mein Smartphone runterfällt. Ja, und so simulieren wir das jetzt mal. Ich mache jetzt ein Foto hier. Ihr seht auch, das rastet halt nahezu sofort ein. Das finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und ich kann den Arm auch komplett ausstrecken, ohne dass da jetzt irgendwie, ich Probleme bekomme mit der entsprechenden Länge des Seils. 82 cm Dynema-Cord, hatte ich glaube ich schon erwähnt. Und da ist auf jeden Fall noch eine ganze Menge an Potenzial da, wenn ich mal überlege, wie weit das hier rausgeht. Wahnsinn, richtig cool. Ich werde es jetzt allerdings erstmal so gucken, dass das Smartphone auf jeden Fall nicht auf den Boden kracht. Ich gehe nochmal ein Stück zurück hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich lass mal los. So, zack. Ja, geht sogar wieder hoch. Geil. Also ich weiß nicht, ob das der Zufall war, dass dieser Mechanismus auslöst und das Smartphone wieder hochzieht. Kann aber sehr gut sein, dass das so gedacht ist. Oder vielleicht war es auch Zufall. Keine Ahnung. Ich probiere es nochmal aus. Also es ist schon ein echt komisches Gefühl, hier das Smartphone einfach fallen zu lassen. Aber es hält. Richtig cool. Ja, es kommt erneut hoch. Also richtig coole Nummer auf jeden Fall bisher. Ja, so geht es jetzt hier erstmal weiter auf meiner kleinen Wanderung. Wir haben jetzt Mitte März und der Frühling naht. Also man kann es jetzt auch ganz deutlich in den Wäldern erkennen. Die ersten Blumen sprießen, die Knospen, die werden langsam größer. Also ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Frühling, auf den Sommer. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht so der Sommertyp bin, der es wirklich so richtig heiß mag. So alles über 20, 25 Grad ist schon echt hart. Vor allem, wenn man dann eine längere Wanderung macht, wegen mir auch gerne über mehrere Tage. Oder auch die 171 Kilometer, da hoffe ich halt ehrlich gesagt auf so ein Wetter wie jetzt. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Ach, guck mal hier, toll. Schön. Nicht zu warm und nicht zu kalt, sodass man nicht permanent im Schwitzen ist und sich da Liter um Liter an Wasser reinpfeifen muss, um nicht auszutrocknen. Gerade wenn man permanent in Bewegung ist. Aber man muss das Wetter im Zweifel nehmen, so wie es kommt. Und mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Ja, Relog, geile Nummer auf jeden Fall bisher.
Und ganz ehrlich, ich bin so froh eigentlich, dass ich hier in der Tasche zumindest mal nichts mehr drin habe. Klar, mein Portemonnaie könnte ich jetzt noch hinten in den Rucksack packen. Aber es ging halt ums Prinzip, ne? Auch wenn man jetzt ja, nur einen kleinen Rucksack dabei hat. Und man möchte halt nicht immer an sein Geld oder beziehungsweise man möchte nicht jedes Mal den Rucksack absetzen, um sein Portemonnaie rauszuholen. Gerade wenn man irgendwie ein Eis oder sonst was kaufen möchte. Dann hat man hier auf jeden Fall eine gute Position für Smartphone. Ich denke so, ja, der ein oder andere Geldschein könnte vielleicht auch noch hier reinpassen. Da kann man ja im Prinzip flexibel sein. Ich zeige es nochmal. Also die Tasche ist doch schon ordentlich groß. Also ich weiß nicht, welches Smartphone da maximal reinpasst. Aber ihr seht es, also ich habe ein iPhone 15 in dem Fall. Und das passt halt, ja, problemlos hier rein. Mit richtig viel Platz. Geht bis hier unten hin. Ne, von der Höhe dürfte es, glaube ich, nicht viel größer sein. Aber was ich vielleicht auch noch mal zeigen kann, ist die Lasche, also der Verschluss hier. Das finde ich auch toll. Allerdings müsste man den Relock bzw. das Dyneema-Cord dann an der Seite entlang legen. Geht aber grundsätzlich auch. Das haben die auch sehr verbessert im Gegensatz zur ersten Generation. Da ging die Lasche ja wirklich noch bis hier unten hin, wo ich mir gedacht habe, ey, warum? Unnötig Material verschwenden, zumal auch innen drin so ein weiches Material ist und das Klett, was hier ist, das reißt halt bis unten hin sich fest und das dann entsprechend lose zu bekommen, das ist keine dankbare Aufgabe. So, ich schließe es nochmal, mache das nochmal hier rum. Da muss man halt leider ein kleines bisschen fummeln, lässt sich aber leider nicht verhindern. Ja, und so geht das auch. Richtig cool. Herzlich willkommen an den Teufelsfelsen. Ich kann leider nicht lesen, was hier auf diesem wundervollen Schild steht. Den Mitstiftern des Bismarckparks, Emil Spenemann, CW Kipper, in Dankbarkeit. Okay, sehr interessant. Und hier vorne sind auch einige Skulpturen aus alten Holzstämmen. Finde ich auch richtig cool. Hier der große Holzstamm. Kann man sich auch reinsetzen hier. Ah, ist das nicht fett? Richtig cool. Und hier vorne, die kleinen Zwerge hier. Da gibt es hier in unmittelbarer Nähe noch weitere. Zeige ich euch jetzt mal. Ja, wie gesagt, hier gibt es in unmittelbarer Nähe noch weitere. Aber ich glaube, ein Stückchen weiter hier runter irgendwo. Ich wollte die beim letzten Mal nochmal besucht haben, aber irgendwie habe ich die nicht gefunden. Ich musste da meine Komoot-Aufzeichnungen nochmal durchgucken und da entsprechend dann die Position finden. Da stehen so ähnliche, ich glaube, das waren sogar 7 oder 8 Figuren. Richtig cool auf jeden Fall. Hier fließt leise, munter der Bach hier ins Tal, mündet höchstwahrscheinlich dann unten in die Wupper. Also, ich kann schon wirklich sagen, wenn man sagt, man kann den Frühling riechen, dann kann ich definitiv den Frühling riechen. Das sind angenehme Temperaturen. Alles wird nach und nach wieder grün. Die Tierwelt lebt wieder auf. Und also ich freue mich einfach. Heute ist Sonne, tolles Wanderwetter. Also es könnte wirklich wieder einmal, wie so oft in meinen Videos, nicht besser sein. Wenn man mal davon absieht, dass der Rheinsteig und Natursteig-Sieg und diese ganzen Wanderregionen, auch der Schwarzwald, ganz besondere Wanderregionen sind für mich, unterschätze ich doch sehr oft und häufig,
Auch wenn es jetzt doppelt geboppelt klingt, aber es ist tatsächlich so. Die Wandergebiete, die quasi vor meiner Haustür liegen, allein schon die Münchner Brücke gerade wieder gesehen zu haben, das ist so toll. Auch weil dieser Ausblick oder dieser Aussichtspunkt von da halt auch nicht ja, so gängig ist. Zumindest nicht für mich. Klar, wenn ich jetzt in Remscheid wohnen würde, wäre das bestimmt was anderes. Aber der reguläre Startpunkt ist halt unten der Wanderparkplatz am Münchner Brückenpark. Und dann läufst du halt der Wupper mit Richtung Münchner Brücke. Zumindest mal über den kürzesten Weg. Aber von hier oben hast du natürlich auch besonderen Ausblick, besondere Ausblicke, vor allen Dingen auch auf die umliegenden Wupperberge. Also alles in allem, das ist eine wundervolle, traumhafte Wandergegend hier. Ja, und ich mache mir natürlich auch schon Gedanken über eine zukünftige Community-Wanderung, wie die aussehen könnte, wo die sein könnte, ob ich was ändern würde, werde, wie auch immer. Aber bis jetzt sind das alles nur Sachen in meinem Kopf, die da rumschwirren und nichts Konkretes bisher. Ich habe dieses Jahr auch noch vor, eigentlich den Klingenfahrtmarsch nochmal zu wiederholen, in ähnlicher Form, nur mit dem Unterschied, dass ich selber nicht als Läufer unterwegs bin oder als Wanderer, sondern als Mitveranstalter, Organisator, Supporter, wie auch immer, irgendwie alles in einem. Und dann da wirklich von VP zu VB, VP tingle, mithelfe, aufbaue, die Leute motiviere. Ich habe es halt auch gemerkt beim Volunteer letztes Jahr bei der Wander-WM. Das war schon richtig geil, da als Volunteer unterwegs zu sein. Aber genauso gut laufe ich auch gerne. Und ich möchte natürlich gerne nochmal so ein Volunteer beim Mammutmarsch machen. Aber möchte mich gleichzeitig natürlich auch auf meine eigenen Projekte konzentrieren. Deswegen, also man kann irgendwie nicht alles haben. Und da muss ich mich relativ kurzfristig entscheiden. Und ja, es kommt, wie es kommt. Und was halt nicht kommt, das kommt im nächsten Jahr. Aber wir haben ja noch ein paar Monate in diesem Jahr vor uns. Von einem Ringwall umgeben, der Ehrenhain Rheinshagen mit ca. 11.000 Quadratmeter, eine Gedenkstätte an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs und auch der Opfer des Flugzeugabsturzes in Remscheid im Jahre 1988. Vor dem Ehrenhain liegen 6 Gedenkplatten auf dem Boden mit folgenden Inschriften: Unseren Gefallenen der Heimat, unseren Gefallenen der Luftwaffe, unseren Gefallenen der Marine, unseren Gefallenen des Heeres, den Opfern der Gewalt zur Erinnerung an die Opfer des Flugzeugabsturzes am 8. Dezember 1988. Herzlich willkommen im Ehrenhain Rheinshagen. Als ich das letzte Mal hier gewesen bin, da war dieses Denkmal hier noch in Modernisierungsarbeiten oder Restaurationsarbeiten. Ist mittlerweile aber wieder zugänglich. Finde ich auf jeden Fall richtig toll. Da war ich beim letzten Mal echt enttäuscht, hier nicht reingehen zu können. Ja, ich denke auch, dass solche Gedenkstätten extrem wichtig sind, dass man das nicht vergisst, was da passiert ist und dass man hofft, dass wirklich sowas und ähnlich oder sogar auch schlimmer niemals wieder passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell ist ja die politische und Kriegslage im Moment eine andere. Auch wenn ich jetzt kein Experte darin bin, aber ich kann echt nur hoffen, dass diese Leute diese Machtspielchen sein lassen, zur Vernunft kommen und einfach sagen, so, ich muss mir nicht irgendwie krampfhaft irgendwas unter den Nagel reißen, was mir nicht gehört oder wie auch immer. Ich will jetzt auch nicht großartig lamentieren. Einfach grundsätzlich sagen, Krieg ist immer scheiße. Vor allen Dingen dann, wenn Unbeteiligte darunter leiden. Und das ist zwangsläufig bei jedem Krieg so. Da kann man noch so vereinbaren, dass Zivilisten nicht mit involviert werden. Das kannst du gar nicht verhindern. So, Punkt. Also toi, toi, toi. Holz habe ich jetzt hier nicht. Deswegen klopfe ich auf meinen Holzkopf und hoffe, dass das nie wieder passiert. Und so geht es hier weiter auf die etwa noch zu verbleibenden 2 Kilometer. Eine kleine, aber feine Wanderung hier durch das Bergische, durch die Wupperberge auf Remscheider Seite geht hier zu Ende. Kann auf jeden Fall sagen,
Kommt gerne mal vorbei. Remscheid, Solingen, auch Wuppertal, generell das Bergische Land. Lohnt sich auf jeden Fall sehr. Ich werde euch die Tour entsprechend bei Komoot auch veröffentlichen. Könnt ihr sie gerne mal nachwandern. Sind etwa 5 Kilometer nur, aber für einen entspannten Sonntagsspaziergang perfekt. Ja, und zum Relog noch mal einmal. Wenn ihr es bestellen wollt, schaut unten in die Videobeschreibung. Da ist der entsprechende Link zum Produkt oder zu den Produkten. Gleichzeitig hatte ich ja auch erwähnt, wenn ihr einen Relog der ersten Generation habt, gibt es ein Upgrade-Kit dazu. Das findet ihr auch auf der Webseite beschrieben, was wie wo getauscht werden kann, um das noch effizienter und noch besser zu organisieren, das Relog, und vor allen Dingen nutzen zu können. Also gerade diese kleinere Schnalle hier, dieses Anti-Drop-System mit dem Dynamo-Cord, was ein bisschen länger ist, das gefällt mir auf jeden Fall schon sehr. Und auch, dass es ja nahezu problemlos in jeder Position einrastet, finde ich auch richtig toll. Die Tasche persönlich, ich für mein Smartphone, finde es halt sehr groß. Gerade hier in der Breite hier, da kann man auf jeden Fall oder könnte man eine ganze Menge einsparen. Aber das ist auch Jammern auf hohem Niveau. Ich kenne das halt selber früher aus dem Einzelhandel. Da kamen dann Kunden, die wollten eine Handyhülle haben für, was weiß ich, für das iPhone 10, iPhone 11, iPhone 11 Pro, Pro Max und wie sie alle heißen. Und du kannst halt so schnell als Hersteller gar nicht die Sachen produzieren. Und vor allen Dingen, du kannst halt auch nicht abschätzen, wie gut gehen die weg. Weil am Ende des Tages bleibst du dann eventuell auf großen Teilen oder großen Mengen sitzen. Weil das so ein schnelllebiger Markt ist mit den Smartphones, da kommst du mit dem Produzieren nicht hinterher. Ja, und da werden die entsprechend dann auch eine Universalgröße genommen haben, wo nahezu jedes Smartphone reinpasst. Von daher, wie gesagt, jammern auf hohem Niveau. Vielleicht habt ihr auch ein Smartphone, was so groß ist, was gerade so da reinpasst. Also wie gesagt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist entsprechend alles nochmal verlinkt zu dem Produkt. Und wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Gerne helfe ich euch da weiter, sofern es möglich ist. Ansonsten würde ich die Anfrage auch direkt an Relog weiterleiten. Die werden euch da garantiert weiterhelfen. Ja, mit diesen Worten möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich für euren Support bedanken. Ganz besonders auch an die Kanalmitglieder für den regelmäßigen Support monatlich. Richtig coole Nummer. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Falls du es noch nicht getan haben solltest, darfst du selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Ja, mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.